Also sowas hier mitzuerleben ist einmalig. Und ich hätte nicht reingehen sollen. Ja, hätte ich. Aber die Reue hätte mir gesagt, wieso bist du nicht? Ich nehme euch heute mit. Bleibt dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Aussicht direkt auf ein Berg. Jan, wir haben ein Problem. Was ist los? Käfer. Käferproblem. Oh nee. Ja, dann zeig mal her. Das Ganze wollen wir uns natürlich angucken. Hier hinten in der Spielehöhle. Käferdinger, die immer rein und raus gehen. Ja. Wir haben ja diese Notentlüftung, sag ich mal. Und da ist jetzt ein Käfer oben drin. Und Mops ekelt sich vor allem, was Beinchen hat. Mops sagt, stimmt gar nicht, aber ihr seht ihn. Also den Passagier wollen wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Das sehe ich auch gar nicht ein. Ich habe schon gedacht, wenn es eine Kakerlake ist, wäre doof, ne? So, jetzt müssen wir das Ding auf jeden Fall mal rausoperieren. Dadurch nehmen wir uns jetzt am besten mal das ganze Teil hier raus. Das ist natürlich alles nicht so leicht. Aber es geht und es muss funktionieren. Haben wir den Käfer hier. Zeig ihn mal. Richtig toller Käfer, oder? Ja. Komm, den packen wir mal ins Glas. Ein Prachtexemplar, oder Mops? Ja, also der ist mir doch nicht so geheuer. Der tut doch nichts. Nein, der tut nichts, aber so einen habe ich noch nie gesehen. Guck mal, der hat vorne einen richtigen Rüssel. Da muss ich auf jeden Fall mal jetzt mal Dr. Google fragen, was das ist. Oder ich frage euch erstmal, kennt ihr diesen Käfer? Der ist ja wirklich ist auf jeden Fall sehr schöne groß und hier für alle. Ach. Ach. So, das Wohnmobil ist sicher geparkt. Die nächsten kommen hier ran. Mops, der Käfer, du hast Antworten jetzt, ne? Ja, Mian hat den Käfer hier abgelegt. Wir sehen ihn nicht mehr. Genau, und zu dem Käfer. Ich habe nachgeguckt, das war ein Rüsselkäfer oder man nennt ihn auch Borken? Nee. Palmschlürfer, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe oder mich jetzt richtig erinnere. Auf jeden Fall ist dieser Käfer ein großes Problem, wo in Mallorca das Ding ist. Der schlürft oder der frisst die Palmen von innen auf und irgendwann sacken die in sich zusammen, weil die von innen aufgefressen worden sind. Und wenn man es bemerkt, ist es schon längst zu spät, weil der Käfer dann am Werk war. Und von daher, er wollte wahrscheinlich unser Wohnmobil sich krallen, aber es gibt's nicht. Wir haben ihn jetzt in der Natur freigelassen, aber hier gibt es keine Palmen, von daher alles gut. Ja, dieser Weg, wir dachten, wir gehen diesen Weg erst, aber... Warte mal, es gibt mehrere Wege am Anfang auch zu erklären. Also wir sind hier an einem Punkt, wo es mehrere Wege auf jeden Fall gibt. Und wir dachten, wir gehen diesen Weg und ich so zu dir, guck dir mal das Zeichen an. Das ist nicht ohne. Und hier steht halt auch, dass das ein gefährlicher Weg ist, dass man hier nicht unter 14 Jahre langlaufen sollte, wenn man das ist. Keine Tiere, keine Flipflops. Und dass es da wohl teilweise Kletterwege gibt. Von daher lassen wir die Finger davon. Das ist das nämlich. Das ist diese Barranc del Testos. Barranc bedeutet auf Spanisch, ich habe Übersetzung geguckt, Schlucht. Und hier sieht man Bilder, das ist nämlich diese Strecke. Und wie ihr seht, muss man da teilweise lang klettern und so. Und deswegen halt auch keine Tiere und keine Kinder. Das heißt, für uns diese Strecke fällt auf jeden Fall schon mal weg. Als nächstes bin ich dann hier zu dieser Übersicht gegangen, wo man hier verschiedene Wege sieht. Und hier sieht man den Schwierigkeitsgrad. Hier ist dieser gelbe Weg, der ist halt hier, wir sind gerade hier. Der befindet sich halt von hier nach hier.
ist 9,7 Kilometer lang. Dann gibt es hier die grüne Route. Das ist diese hier. Die ist 6,7 Kilometer lang, dauert ca. 2 Stunden. Dann gibt es den blauen Weg. Das ist hier im Landesinnere. So, dann gibt es Ruta del Testus. Das ist der gefährliche Weg. Sieht man der Schwierigkeitsgrad wirklich bis hinten hin. Und hier steht auch nochmal, dass das nicht ohne ist. Und dann gibt es hier diesen pinken Weg, der ganz easy Weg. Also das ist hier diese Ruta del Testus, diese gefährliche Strecke. Und dann gibt es diesen pinken Weg, den nehmen wir jetzt. Das ist der ganz easy, 0,3 Kilometer und Schwierigkeitsgrad auch nicht anspruchsvoll. Von daher genau das Richtige für uns. Also die Info hatte ich hier vom Tobi. Schau dir doch mal Cala de Morai an. Und ich merke gerade eben, das ist so ein richtiges Residenzenviertel hier tatsächlich. Also alles ja, sehr, sehr schön hier gemacht. Und ich hatte euch ja im letzten Video gezeigt, da oben ist auch ein deutsches Wohnmobil. Das steht da oben recht schräg. Und es gibt eine gewisse Zeit tatsächlich, dann muss man sich hier die Plätze garantieren bzw. reservieren. Und das Ganze kostet 12 Euro. Ich habe da vorne gesehen, das Ganze geht so circa von Mitte April bis Mitte Oktober, wo es dann tatsächlich zahlungspflichtig ist. Nee, hier vorne sehe ich es gerade eben. Also vom 1. Dezember bis zum 15. Oktober kann man sich das Ganze dann tatsächlich, also die Plätze reservieren. Beziehungsweise indem man sich dann einfach hier ein Ticket holt. Ne? Ja, ein Häuschen hier oben auf. Das kann tatsächlich echt schon ein Traum sein. Und wir sehen jetzt gerade eben das Ende des Pfads, ne, Mops? Also ich will noch nicht mit der Kamera rüber. Was ist so, wenn du das so siehst? Wie beschreibst du das? Atemberaubend. Das ist schon krass, ne? Ich gehe jetzt mal rüber. Ha? Guckt euch mal hier das mit diesen Felsen an. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Das ist doch Wahnsinn. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie das Land dort auf einmal aufhört und wie die Natur einfach hier ihren Lauf nimmt und unberührt ist. Und Wahnsinn, diesen Felsen, die da einfach aufhören. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist einfach wunderschön, gerade mit der Sonne, mit diesem babyblauen, hellblau, türkisen Wasser. Wirklich wunderschön. Und kommt mal mit hier drüben die Seite. Ja, das ist auch krass. Ne? Also das ist dasselbe in grün. Das kann man nicht anders sagen. Oder guckt euch mal da oben. Nochmal da oben. Da oben an. So, die willst du ranzoomen. Das Häuschen, nee, muss ja nicht. Aber guckt es euch an. Oder da oben. Ja, ja, nur noch mit dem Finger am Zeigen hier. Ne? Ja, ja, also wir können es uns nur leisten, mit dem Finger dort zu zeigen. Ja, aber ist doch cool. Wahnsinn. Stell dir mal vor, du hast diesen Anblick. Du guckst aus dem Fenster, du brauchst doch gar nichts mehr. Also, ne, meiner Meinung nach. Und auch hier. Also stelle ich mir ein bisschen auch Portugal vor. Wow. Also viel Küste oder ja, steile Berge. Und da hört auf einmal dieser Berg auf und da unten ist grün und da ist Wasser. Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist gerade also es ist einfach wunderschön. Wunderschönes Naturfleckchen. Naturfleckchen. Mein Gott, bist du am Loben heute. Ein wunderschönes Flecknatur. Ja, genau. Flecknatur, ja. Wahnsinn. Yeah, yeah, yeah. Was ist das größte Ziel für dich? Willst du fliegen? Nein, nein. Du willst unendlich leben. Ich auch. Hab das Wissen nicht geparkt, so wie schlau, Bin kein Richter oder Arzt, doch ich schau mich um. Ja, wenn du mir so erzählst, okay, die Welt wär flach. Ja, das muss ich selber sehen, ich hab selbst gedacht. Ich wollte schon immer mit Rakete hoch in Tal hinaus. Ich will es sehen, wie sieht die Welt nur von dort oben aus. Ich bin ein Träumer, guck, ich hab das Peter Pan Syndrom. Für immer jung im Kopf, wo tausende von Fragen wohnen. Sky is the limit, ja für manche, aber nicht für mich. Ich bin ein Immersatt, für den es keine Grenzen gibt. Und steh ich nachts an einer Ampel, wo echt niemand ist. Und zeigt sie rot, dann fahr ich los, weil dort ja niemand ist. Ich bin ein Rüpel für die Massen, pass so nicht ins Bild. Lauf nicht auf Linie, steh ich bei dir und bin auch nicht gewillt. Bin nah des Wahnsinns, ein Verschwörer, so wie Heisenberg. Und stell die Welt dann auf den Kopf, Mann, ich hab's gleich gemerkt. Ja, mal eben kurz Proviant aus dem Wohnmobil geholt. Das ist natürlich das Fantastische. Wenn man mit einem Wohnmobil, also wenn man mit seinem Zuhause unterwegs ist, da kann man eine Hose nass gehen oder keine Ahnung was. Mops und Mian, die sind auf jeden Fall jetzt schon losgegangen. Der Milo ist ja auch mit dem Schlepptau. Und hier habe ich ja gestern oder im letzten Video, so will ich es besser sagen, nicht über den Tellerrand geluckt und euch das am Ende eingespielt. Nicht jeder hat es aber vielleicht am Ende entdeckt, weil man sich gesagt hat, okay,
Video ist vorbei, ich schalte ab. Und ja, schaut da noch mal rein. Jetzt wirkt es natürlich auch anders als abends, natürlich, wenn die Sonne, ne, nicht drauf strahlt und es natürlich reflektiert. Also da unten wird uns schon einiges erwarten. Das habe ich gestern schon tatsächlich gesehen. Ja, so wie ich das auch tatsächlich aus Portugal mir vorstelle oder sowas, ne, dass man dann da irgendwie, ja, vielleicht mit der Drohne so reinfliegen kann, da oben draufstehen kann, dass die Felsen so vom Wasser ausgehöhlt, ausgewaschen sind. Na, wir schauen uns das mal an. Ja, kennt ihr das, wenn das so steil ist und du musst auch dein E-Fahrrad schieben? Das kann auf jeden Fall auch passieren, aber ja, weil die Sonne nicht mehr jetzt drauf scheint, wird die Sicht natürlich schon klarer. Und natürlich, wenn das Wasser dann so ranprasselt, dann wird es so ein bisschen wie aufgeschäumt. Also kommt schon jetzt gleich dieses babyblaue Wasser irgendwie durch. Oder halt anders natürlich, ne? Also weil es halt... Verdammt, jetzt bin ich mal voll umgeknickt. Hier vorne, seht ihr, ist eigentlich ein normaler Fuß, so sag ich mal. Hier ist er jetzt schon so ein bisschen angeschwollen. Ja, so schnell kann es passieren. Ich muss jetzt erstmal die ersten Meter gehen. Ah, das hätte jetzt echt schlimmer sein können. Also hier oben habe ich auch ein bisschen die Hose jetzt rasiert. Also Kampfspuren davon getragen. Das ist echt übel. Also wenn man umknickt, muss man echt aufpassen. Ja, es war eine Unebenheit plus ein Stein. Und dann, wenn wie der Fuß dann halt fällt und zack, knickt da um. Ich hatte früher auch Probleme. Oder eine Fußballverletzung 2008 war das, glaube ich. Und ja, das ist irgendwie nie so richtig gut zusammengewachsen. Ich glaube, deswegen habe ich auch Rückenschmerzen. Auf jeden Fall muss man echt aufpassen. Und ja, ist mir nochmal eine Lehre auf jeden Fall. Aber mir geht's gut, nichts passiert, also ja, es geht weiter. Ja, hier vorne ist auf jeden Fall noch ein Wanderweg, da kann man einmal komplett um die Klippe rumlaufen und bis hier unten würde man vielleicht mit einem Rettungswagen oder sowas wahrscheinlich hinkommen. Also auf jeden Fall hier unten ist schon mal Müll und ja, je näher wir jetzt auch runterkommen, also von oben die Sicht ist ja immer so das eine, aber dann auch so, ne, hörbar, wie die Wellen und so weiter dann hier ran klingeln am Felsen. Das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Und da unten sieht man jetzt tatsächlich auch diese Höhle. Ich weiß jetzt gerade noch gar nicht, wo Mops ist. Ob es jetzt hier vorne irgendwo ist, uns angucken. Aber es riecht schon wieder hier so richtig hier. Die Bäumchen. Die Sonne kommt noch. Also ich glaube, wir haben gerade den perfekten Moment, um hier runterzukommen. Ja, hier unten, das ist schon was Besonderes, ne? Also wenn man jetzt dann echt hautnah dran ist und dann hier eventuell noch richtig schön Wasserspritzer jetzt hier von der Welle abbekommt. Das sieht schon tick aus. Zack, da kommt sie drüber. Naja, aber ins Wasser gehen ist jetzt gerade irgendwie nicht zu denken. Obwohl es natürlich ein bisschen den Fuß kühlen könnte. Aber es wird wahrscheinlich sehr kalt sein. Ich werde jetzt erstmal zum Mops gehen. Der Milan hat da vorne einen Spielepartner. Da ist er jetzt erstmal am Rumtouren. Und ja, wir essen erstmal ein bisschen Smarties und Knoppers. Ja, man geht natürlich genau dann, wenn die Sonne weg ist, oder Mops? Ja, es war herrlich. Nicht anders kann man es sagen. Jetzt gerade habe ich wieder hier meinen Hoodie angezogen, weil es da frisch wurde im Schatten. Klar. Aber in der Sonne. Und wir hatten eigentlich, würde ich mal sagen, 90% war es sogar windstill jetzt dort gewesen. Hm. Wahnsinn. Richtig toll. Also richtig schöner, kleiner Strand. Natürlich sehr steinig, ne? Aber trotzdem gut gewesen, keine Frage. Der Milo, der schläft gerade ein. Der ist auch zufrieden. Und wie schön das hier aussieht mit diesem türkisen Wasser und so. Ja. Ja, ich konnte mir gerade ein bisschen den Füße kühlen, war auch einmal bis zur Knie drin, aber in so Schwimmen gehen ist einfach nicht drin, definitiv nicht. Ich weiß nicht, ich habe nicht gefühlt, wie kalt das Wasser ist. Hast du die ganze Zeit mit Milo gechillt? Ja, es kommen immer wieder irgendwelche hier runter oder es gehen irgendwelche. Also hier ist trotzdem beliebt, trotz Winterzeit, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ne? Mhm. Und es waren auch andere, waren im Wasser tatsächlich. Ne? Ja, also ja, irgendwelche Helden. Aber wir hatten ja gar nicht unsere Bademode mit. Nein, von natürlich, daher. Ja, also und FKK ist hier nicht, deswegen können wir dann nicht rein. Wir einfach nicht. Ne? Ja, jetzt kommen wir tatsächlich hier zum Highlight. Nicht anders kann man das sagen. Also ich glaube, es ist richtig interessant, wenn es richtig knackig heiß ist und man eventuell noch da unten reingehen. Aber jetzt auch mit meinem Fuß, das schaffe ich jetzt heute nicht. Das lasse ich jetzt auch ein bisschen. Man muss dann einfach auch ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und ja, auch hier so die ganzen Felsen und so weiter, die sind alle tatsächlich abgehangen. Also Fallschutz, ja, wie nennt man das? Zäune sind tatsächlich aufgestellt. Und hier kommen wir jetzt tatsächlich in die Dangerous Area. Gefährliche Zone, Zona Perio. Na komm, lass das mal, Elo, komm. Hoch die Treppen
Der Co-Pilot Mian, der kommt auf jeden Fall mit. Da freue ich mich. Mops hat schon gesagt, nee, das muss nicht sein. Sie kommt nicht mit. Aber gerade solche Dinger, die nimmt man tatsächlich immer gerne mit. Ne? Also warum ist es eine gefährliche Zone, denke ich mir gerade eben. Ne? Es ist ja alles abgehangen, aber trotzdem kann sich natürlich hier mal ein Steinchen lösen. Also richtig wohl habe ich deswegen auch nicht im Wohnmobil geschlafen. Mops sagte noch irgendwas. Irgendwas hat doch heute Morgen an die Tür geknallt. Aber wir haben keine Beule oder sowas. Also von daher ist alles gut. Ja, aha. Kann man jetzt direkt hier oben sein. Und das ist echt schon schön. Also selbst der Mian sagt jetzt gerade in wow. Ja, wenn man dann so runter guckt, ne? Und hier das Wasser sich dann richtig staut. Und dann kann man hier vorne nochmal rum. Vielleicht nochmal um die Ecke gucken. Vielleicht kann man da runter gucken. Und es scheint so, als gäbe es da unten auch nochmal einen Weg, ob der jetzt von unten oder von oben kommt. Wow. Ja, wow, was sind denn da hinten für Zeichnungen drin? Hat sich's doch gelohnt. Vielleicht nur irgendein Künstler wieder. Aber auch der Blick hier runter, Leute. Ja, das hat sich jetzt echt schon gelohnt hier in die gefährliche Zone. Ja, vermutlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich steige hier vorne mal kurz runter. Ich mache mal kurz wieder auf Weitwinkel. Läuft dann hier lang. Könnte halt da vorne einmal noch lucken. Und könnte da vorne rein, aber... Es gibt der Fuß heute nicht her, da müssen wir mal sagen, okay. Ja, ich weiß, manchmal ist einfach die Gier größer als die Vernunft. Deswegen muss ich das jetzt einfach machen, weil das Schlimmste ist im Leben die Reue. Die Reue zu sagen, okay, jetzt war man da und warum bist du nicht? Und deswegen, ich passe hier wirklich ganz, ganz doll auf. Ich mache ganz, ganz langsam, aber ich muss es einfach gesehen haben. Ach, so bin ich einfach und... Ja, deswegen gehe ich auch bis in den Kaninchenbau rein und will es einfach sehen. Mein Gott, ich will es einfach sehen und das Wasser kommt ja schon ganz gut. Und es scheint auch so, als könnte man dann tatsächlich hier noch schön klettern gehen. Das kann auf jeden Fall was richtig Schönes sein. Also ich hoffe, ich kriege jetzt keine Dusche ab. Aber das kann tatsächlich passieren. Also man muss hier auch ganz langsam machen. Aber da vorne halt reinzugucken. Das hier mitzunehmen. Ja, ich werde nicht nass. Man soll immer guter Dinge sein. Ich werde nicht nass. Wenn ich sage, ich werde nicht nass, dann werde ich auch nicht nass. Und das ist natürlich dann hier die Krönung. Aber weiter gehe ich auch nicht. Ist ja gar nicht. Ne, also sowas zu sehen, dass das Wasser hat das halt geformt tatsächlich. Jetzt gerade eben denke ich mir, boah, korrekt. Gut, dass du wirklich reingegangen bist. Gib den Müll einen Korb. Mops nimmt sogar Müll mit. Hä? Ein Sternchen auf deiner Schulter. Also echt. Doch, warum? Kann man mal auch dich loben? Ja, muss man sich doch nicht loben, wenn man seinen eigenen Müll mitnimmt. Ja, das war doch nicht unser Müll. Du hast da irgendwie so ein Autovermietungsteil noch mitgenommen. Ja. Ah. Naja, wir fahren weiter. Also jetzt muss ich doch zugeben, ich bin definitiv neidisch. Also hier das Häuschen und dann runterblicken bis nach Kalpe, ne? Also da den Berg von Kalpe dann sehen, das ist ja der Hammer hier. Die ganze Gegend, diese ganze Residenz ist echt absolut der Hammer. Respekt an die Leute, die hier leben dürfen. Kennt das ja. Hier ist ein Lidl, hier ist ein Rossmann, hier ist ein Teddy. Halt an, halt an.
Na gut, ich entspanne mich ein bisschen. Ah, ich habe mich mal ein bisschen günstiger hingestellt. Schaut mal, der Teppichflitzer. Also ein Werbeauto tatsächlich. Ja, Mops hat voll zugeschlagen und irgendwie hat sie letztes Mal nicht so gut gefilmt, fand ich. Also hier alle Sachen. Hier steht alles tatsächlich auf Deutsch drauf. Das ist so unglaublich. Kinderpflaster, also, da ist hinten nur so dann nochmal so ein Etikett drauf. So drüber, aber sonst alles in Deutsch, ne? Trockenshampoo. Hier, das ist mega lecker, steht das lecker, auch Leute. In Deutsch? Guck mal, alles das steht hier in Deutsch. Das kann ja gar nicht sein. Also, wenn ihr mal so vegetarisch vielleicht ausprobieren wollt, das hier holen. Das ist so eine Art, ich sag jetzt mal, Leberwurst, vegetarisch. Und das aufs Brot mit Gewürzgurke draufgeschnitten. Richtig lecker. Guck mal, da kleben die das einfach drauf. Also phänomenal, ne? Zweimal mitgenommen. Das essen wir wirklich sehr, sehr gerne. Und der Mian ist ja so sehr gerne. Und einmal Feuchttücher ohne alles, ohne Parfüm, ohne Aloe Vera. Oh, meine das ist super. Güte. So, der Platz ist uns sicher. Es geht Richtung Schlafi Schlaf. Ja, wir haben zum Glück noch Essen von gestern. Wir entlassen euch. Bis morgen. Ciao.